Guten Morgen, ich dachte gerade, meine Kamera geht segeln. Sailing City, ne? Wisst ihr schon, Ship Happens. Hallo. Gestern war ich ja nicht so gut drauf. Aber wir haben uns dann, also Herr und Fug und ich, haben uns dann gestern irgendwie in der Stadt getroffen. Natürlich ohne Auto, also er mit Rad, ich zu Fuß. Und sind wir durch die Gegend geödelt und dann haben wir so einen kleinen Trödelladen gefunden, den man einfach nur zu Fuß finden kann, wenn ihr wisst, was ich meine so. Wenn man da nicht längs fährt. Und wenn man da links fährt, dann hält man nicht an. Und dann haben wir da noch rumgestöbert und weiß ich nicht. Und dann sind wir einkaufen gewesen und irgendwie war die Stimmung echt gut. Also irgendwie haben wir echt das Beste draus gemacht, dass wir jetzt beide zu Fuß bzw. mit dem Rad unterwegs sind, so wie früher eigentlich auch. Weiß nicht. Und ja, war ganz schön. Und wir waren dann auch noch bei dem einen Rossmann, an dem ich früher immer vorbeigelaufen bin. Die eine Verkäuferin, die kennt mich noch. Obwohl ich da echt schon lange nicht mehr war, aber sie erkennt mich immer wieder und sagt, na, wieder was im Internet gesehen, was wir nicht haben. Und ich so, ich habe halt immer Sachen gefragt. Sie sagt das lieb, ne? Also sie findet das lustig, aber ja, ich hinterlasse bleibende Eindruck. So, ich will mich eigentlich nur ganz schnell fertig machen und dann stecken wir wieder kopfüber in diesem Auto und gucken, ob wir was tun können. Und ja, und was ich heute hauptsächlich euch zeigen wollte, ich habe diese eine Essence Pinsel AE, die heißt It's Brush Hour, meine ich. Und ich habe mir den Precise Face Brush gekauft, weil der nicht teuer war. Der hat irgendwie, weiß nicht, 2,95 gekostet oder so. Ich habe den Bock jetzt hier gerade nicht. Aber die sind nicht teuer. Und das ist so ein, das ist ein Highlighter-Pinsel für mich, ne? Und ich mag ja meinen, Moment, ich hole die mal raus. Ich mag ja meinen von Luvia so gerne und die sind sich vom Typ her schon ziemlich ähnlich und der ist echt weich. Also ich finde nicht, wenn man den jetzt so spontan anguckt, dass man, also dass der, ich weiß nicht, ich habe den so gesehen und habe gedacht, na komm, wir probieren nicht aus, wir nehmen nicht mit. Aber der fühlt sich auch ganz toll an. Also diese leicht, diese minimal satinierte, angeraute Fläche am Griff fühlt sich sehr schön an. Gut, ich brauche jetzt keine Herzchen und Pfeilchen und so, aber nice. Also für meinen aktuellen Lieblingshighlighter ist der, glaube ich, echt nicht verkehrt. Und dann habe ich aus der Essence Boom Baby Bloom, ein Baked Highlighter gekauft. Da gab es eine ganz süße Lidschattenpalette. Die war mir, weiß nicht, für fast 8 Euro fast ein bisschen teuer. Also dafür hat sie mich nicht, also sie hat mich für den Preis nicht genug vom Hocker gehauen. Kann sich noch ändern, aber dann gab es ein Blushlighter. Das war so ein ziemlich dunkles, altrosa Metallic. Das kann ich halt nicht benutzen, also gar nicht. Und dann gab es 2 gebackene Highlighter. Ich habe jetzt hier die 01 Daisy Me Glowing. Da ist einmal die Bezeichnung. Da sind, also der ist vegan, sagen sie. 5,6 Gramm sind da drin. Finde ich, hört sich wenig an. Denn dieser Bursche, ich muss mal gucken, ob er hier irgendwo geklebt ist. Nee, ist er nicht. Gehst du jetzt auf? Also hör mal, ich hatte ihn wohl schon auf. So, also der hat diese, also der hat eine Verpackung, die nicht so ist wie die Standard Essence Verpackung. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist das mittlerweile. Also die hat so eine ganz leichte nach innen Wölbung und ist tatsächlich aus ziemlich dickem Plastik. Also ich finde nicht, dass sich das wenig hochwertig anfühlt. Und es gab den noch in dunkler. Ich habe mir halt den helleren mitgenommen, weil, please. Den Tester, den sie da hatten, gab es nur für die dunklere Farbe, aber da konnte man wenigstens die Textur mal anfühlen. Und die Textur ist abgefahren, die ist dick, die ist flockig. Das hört sich jetzt alles fürchterlich an, ne? Aber, und es sind Glitzerstücke drin. Zumindest bei der dunkleren Farbe. Wie sich das jetzt bei der helleren verhält, das wollen wir zusammen ausprobieren. Ich tippe darauf, dass ich den maximal als Lidschatten benutzen kann, weil ich glaube nicht, dass wir hier gut aussehen werden, aber testen wir einfach aus, würde ich mal sagen. Und als allererstes swatchen wir den, weil ich glaube, darum geht es den meisten. Gekostet hat der 3,95, meine ich. Und jetzt gehe ich hier mal mit dem Finger rein. Und der fühlt sich schon ein bisschen rau an. Es ist diese Textur. Könnt ihr diese... Seht ihr das? Und ich bin wirklich ganz vorsichtig nur rübergegangen. Und der ist gebacken. Ja. Und dadurch entsteht, wenn man den anfasst, auch sofort so kleine Abschürfungen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also der sieht sofort angefasst aus. Und
Jetzt habe ich ihn zugemacht. War das klug? Nein, wir werden es rausfinden. Und jetzt swatchen wir den mal. Und das ist genau das, was ich mir dachte. Der ist... Ich glaube nicht, dass der fürs Gesicht gedacht ist. Also für mich nicht. Wenn man den verteilt, dann pudert und staubt das. Und das ist die Farbe. Das ist so ein rosa Duochrom. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber wenn man den benutzen will, dann muss man den auf jeden Fall einpolieren. Also da hilft überhaupt nichts. Und ich denke, dass ihr sehen könnt, dass der... Also erstmal die Farbe finde ich tatsächlich ganz hübsch. Aber das ist... So sieht er an meinem Finger aus. Und wenn man so drüber putzt, dann hat man auf jeden Fall auch ordentlich Zeug am Finger. Also das ist der Swatch-Finger, das sind die Drüberputzfinger. Und ja, also ich denke nicht, dass der in meinem Gesicht gut aussehen wird. Ich möchte ihn allerdings auch gerne als Lidschatten benutzen. Und das war für mich so ein... es war für mich auch ein... Mein Auto ist kaputt, ich will mir ein schönes kleines Ding kaufen, was ich mir zur Not einfach in meinen Flur, in meine Vitrine da... Eigentlich ist das ein Whisky-Schränkchen, glaube ich. Was ich mir da reinlegen kann, was hübsch aussieht. Ja, das war so. Und wir werden das auch mit dem Pinsel ausprobieren. Ich befürchte die absolute Krümel und... Also die absolute Apokalypse in Sachen Gekrümel. Aber... Wie gesagt, wir sind ja hier todesmutig. Und probieren alles aus. So. Dann würde ich sagen, ich fange mal mit einer Lidschattenbase an, denn ich will den ja auch als Lidschatten benutzen. Ich nehme mal den hier. Der ist ein bisschen klebrig, vielleicht hilft das. Ich muss gleich ganz dringend einen Riegel essen, sonst ist das kein schönes Rumgedüdel mit mir am Auto. Die Sonne kommt ein bisschen raus. Yay! Also alles, was ich heute will, ist... Kein Wasser von oben und nicht Sturm. Nicht Sturm funktioniert. Kein Wasser von oben, weiß ich nicht. Es hat vorhin kurz geschneit. So, pff, sinnlos rumgeschneit. Nichts bleibt liegen. Achso, und es ist übrigens ganz wichtig, wenn ihr YouTube-Videos drehen wollt, dass ihr euch vorher im Gesicht rumdrückt, damit das gut aussieht. Ne? Das ist ja Bescheid. So, und jetzt habe ich den zugemacht und jetzt... Also der Verschluss hält. Das kann ich euch sagen. Hier ist, ne? Seht ihr das? Das ist so. Und der Knopf hier, der sitzt. Also das kann man nicht anders sagen. Jetzt nehme ich mir mal einen flachen Lidschattenpinsel. So, ich denn einen sauberen habe. Ich habe jetzt nur den hier, aber ich glaube, der ist nicht verkehrt. Und zwar ist das von Beige Cosmetics die 103. Das ist fast einer von meinen Standards. Also die von Essence sind ein bisschen flacher. Aber das ist ja jetzt nicht so... Hier geht es ja nicht um präzise, sondern um... Wir probieren das mal aus. So. Also das Gute ist halt, dass diese Rose hier in der Mitte, wenn das eine sein soll, dass die halt erhalten bleibt. Und das kommt auf den Pinsel. Also ich finde nicht, dass das ein Highlighter ist, aber gut. Wir packen uns das jetzt... Moment, mache ich da noch was anderes drunter? Jetzt wäre ja eigentlich der Zeitpunkt für einen Creme-Lidschatten, ne? Ich glaube, wir machen uns noch einen Creme-Lidschatten drunter. Und zwar von Revlon die 715. Moment, ich habe hier noch ein Preisschild drauf und ich weiß gar nicht. Revlon Colorstay Cream Eyeshadow in der 715. Hat der noch einen Namen? Nö. Gut, dann... Aber einfach, dass wir so ein bisschen farbigen Hintergrund haben, kann ich ja auf dem einen Auge machen. Erstmal. Und dann gucken wir mal. Also einfach nur, damit ich hier so ein bisschen Untergrund habe. Denn, wenn wir realistisch sind, das Ding wird ein Topper sein. Ich hätte jetzt die Lidschattenbase nicht gebraucht, wenn ich einen Creme-Lidschatten nehme. Aber woher soll ich denn wissen, was ich vorhabe? Kann man nun wirklich nicht von mir verlangen. So. Schnell wieder zudrehen. Den mag ich von der Textur her übrigens mega gerne. Der hat hier so ein Pinselchen. Das ist eine süße Idee, aber ich komme mit diesem Pinselchen nicht so gut zurecht. So.
Und jetzt gucken wir doch mal. Die Sonne kommt raus. Ich merke jetzt schon einen Krümel auf meiner Nase. Und dann drücken wir den noch mal auf. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Ich hatte mir da mehr erwartet. Jetzt machen wir das mit dem Finger. Wie ich das wahrscheinlich auch normalerweise machen würde. Also ich bin ja bei so, tschüss Fingernagel, war nett mit dir. Bin ja eigentlich eher so ein, also Topper. Ich habe das Gefühl, ich habe da mit dem Finger mehr Kontrolle und das funktioniert. Ah, oh, Hallöchen. Guten Tag. Na also. Okay. Das ist ein Pinselhasser. Das sieht sehr hübsch aus. Also als Lidschatten ist der wirklich schön. Muss ich ja jetzt so einfach mal sagen. Wenn man so einen denn haben will. Und ich meine, das sind 5,6 Gramm, ne? Hast du was von? Das ist hübsch. Ich guck mal, wie der sich ohne den Creme-Lidschatten auftragen lässt. Ich meine, ich habe mit zwei verschiedenen Augen rum. Alter, also das Ding. Das krümelt. Meine Fresse. So, seht ihr die Farbe hier einmal ohne die Base? Dadurch ist er peachiger, finde ich. Aber das kann man sich doch nicht aufs Gesicht machen. Also so finde ich den wirklich hübsch, keine Frage. Das ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Aber, und er deckt auch amtlich. Also ich habe ja hier den dunklen Creme-Lidschatten drunter. Den sieht man in der Lidfalte auch noch ein bisschen, aber so auf dem Auge. Also so ist der Kraft da, der changiert, wie gesagt, auch wirklich hübsch. Aber das kann man sich doch nicht aufs Gesicht machen. Also ich melde Zweifel an, dass das funktioniert, weil seht ihr diese Stückchen? Da so am Rand, also so ist die ganze Textur. Das sind Stückchen. Naja. Wir werden das rausfinden. Gleiche ich jetzt das noch ein bisschen an. Ein ganz bisschen. Ich darf das ein ganz bisschen angleichen. So, dieses Pinselröhrchen stelle ich mal da hin. Man weiß ja nicht, ob man das nicht nochmal braucht. Aber ich gehe hier ganz leicht mit dem Finger nochmal in den Creme-Lidschatten. Tupfe mir den hier in den Außenwinkel, damit ich nicht zwei völlig verschiedene Augen habe. Also nicht so mega verschieden. Keine Ahnung, ob man das mit der Brille dann sieht, aber einfach fürs Gefühl. Nicht wahr? Die sind immer noch sehr unterschiedlich. Ist dann so. So, dann machen wir jetzt ganz schnell im Gesicht das, was wir sonst auch tun würden. Wir nehmen unseren Lieblingsprimer. Ich glaube, ich nehme immer ein bisschen mehr, als andere Leute vielleicht nehmen würden, aber ich mag das. Ich mag auch den Glow, den man davon kriegt. Also das ist ja, der hat ja keine Schimmerpartikel. Der ist einfach nur pflegend und toll und meine aktuelle ganz große Liebe. Und der wird so auch ein bisschen zart, also dieses ganz minimale Silikon, nicht zart, aber ah, I love it. Also, er ist wirklich so toll. Bin mal gespannt, wie ich ihn finde, wenn es wärmer wird. So. Farbe ist mega, ne? Ist wirklich schön. Und ich meine, für einen Monolidschatten bezahlst du immer so zwischen, keine Ahnung, 1,50 und 5 Euro. Das ist ja immer so der Bereich. Und wenn man da 5,6 Gramm für kriegt, das ist schon nett. So, ich habe ihn auch offen gelassen, weil ich ein kluges Kind bin gerade. Und wehe, ich depper den runter, weil ich glaube, kaputt gehen kann er richtig schnell, wenn der so weich ist. Weil die Farbe ist echt richtig hübsch. Richtig, richtig hübsch. Nun, dann nehmen wir... ich habe meine dreckigen Pinsel weggeräumt. Ich könnte ja jetzt theoretisch den einen Buffer ja nochmal nehmen, aber wir nehmen jetzt den anderen Silk Finish
von Zoeva und hauen uns die Misha drauf. Auftragen und polieren. Mr. Miyagi hat einfach auch Ahnung von Make-up. Ist ja klar, ne? So ein weiser Mann, der ist einfach universell gültig, der sozusagen hat. Ich finde, weil die Misha so gelig ist, kann man die stippeln, wischen, buffern, was auch immer man möchte. Also zumindest auf diesem Primer. Und es kann nicht wirklich schief gehen, weil du immer noch mal rübergehen kannst. Und ich weiß schon, warum ich die seit Jahren liebe. Das ist, irgendjemand schrieb letztens, jetzt hast du mich auch bald so weit, dass ich die zu Eva kaufe. Die Misha, verdammt, ich noch eins. Es gibt auf der Misha-Seite einen Artikel, und zwar, also man kann das bestellen für nicht viel Geld. Und zwar sind da drei verschiedene Farben der Misha drin in so Probefläschchen. Ich weiß nicht, was das kostet, 4-5 Euro oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Einfach damit man die richtige Farbe rausfinden kann. Weil das ja bei 13 losgeht, dann kommt 21, also bei der Perfect Cover hier, ne? Bei der, mit dieser Verpackung. Und so weiter und so weiter. Also man kann sich da, man muss nicht gleich die große Flasche kaufen, die natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her die beste ist, aber man muss es nicht, ne? Also, ihr könnt euch da ganz vorsichtig rantasten. Und wenn ihr sagt so, okay, die ist mir zu dunkel, dann schenkt ihr sie einer Freundin oder so, ne? Oder was weiß ich. Schmiert dem Hund im Sommer die Nase damit ein. Nein, bitte nicht. Aber, ne, also, da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten. So, jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen setten. Das mache ich jetzt mal wieder mit dem hier. Ich hatte das Gefühl, dass das hier, also, ne, er hier, und meine Misha-Primer-Kombi, ne, das geht, aber es ist nicht so schön wie mit ihm hier. So schön wie mit mir. Da bist du ja. Herr Unfug macht sich heimlich fertig. Bestimmt um das Weite zu suchen und das Land zu verlassen. Vorhin hat er mir erzählt, als ich meinte, wir waren ja gestern einkaufen und wir haben ja gar nichts fürs Mittagessen besorgt, dann meinte er, ja, das macht ja gar nichts. Heute ist ja Fastendonnerstag, wir essen ja heute nichts. Das ist nicht so eine gute Idee, mir sowas zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, so ein aufgezwängtes Fasten, das will ich nicht. Und dann sagte er, ja, wieso denn aufgezwängt? Das steht im Kalender, da kannst du ja gar nichts für. Das musst du dann halt so akzeptieren. Also, ich muss hier gar nichts Fasten akzeptieren. Nix da. So. Welches Rouge nehme ich denn? Oh ja, guck mal. Ich habe nämlich hier von Terra Naturi noch eins. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist Coral Dreams, die 04. Das probieren wir noch. Das ist Müller, ne? Ja. Schöne Farbe. Nee, du bist kein Rouge-Pinsel. Ich habe den übrigens nirgendwo mehr gefunden. Also in den Läden ist der... Ist ja echt abgegrast. Keine Chance. So. Hallo, kleiner Terra Naturi. Schön, dich kennenzulernen. Wie swatchst du dich denn? Oh, amtlicher als ich dachte. Hallöchen.
Vor allem am Finger. Das ist schön. Das ist so ein schönes rötliches Ding. Ne? Das finde ich gut. So, gehen wir mal. Yes, der sieht gut aus. Er hat auch so ein, also der ist tendenziell sehr matt. Und ich habe hier irgendwo ein Haar. Also tendenziell ist er matt, hat aber so ein leicht seidiges Finish auf jeden Fall. Sehr hübsch. Kann ich hier gleich in der Kiste lassen. Das ist ein super, super Alltagsrouge. Sieht sehr schön aus. So. Und jetzt sind wir mutig. Nimm jetzt mal diesen neuen kleinen Essence-Pinsel. Das ist ja nicht die gleiche LE. Das sind zwei verschiedene. Das hier ist eine Pinsel-LE. Das ist die Bloom Baby Bloom. Und keine Ahnung, ob die jetzt gedacht haben, Mensch, dann kann man den ja gleich dafür benutzen. Aber wir machen das jetzt. Wir benutzen jetzt. Du kriegst mich ja nicht schnell ins Boxhorn gejagt, ne? Aber guck dir das mal an. Mama, ich will nicht. Du Scheiß. Ach. Wenn ich den auf dem Handrücken abklopfe, passiert das. One for the team. One for the team. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich panisch bin, aber also, da legt sich so eine Glitterflake-Schicht auf die Wange. Ich zoome euch mal rein, das machen wir ja nie, aber Hallöchen, na? Könnt ihr was sehen? Also das Licht müsste eigentlich gut genug sein. Also, finde ich das gut? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Als Lidschatten ja, aber ich trage das mal auf, dann könnt ihr euch das mal, Moment, wir tippen mal einmal ab und dann, also das Rouge ist hübsch, ne? Da sind wir uns einig. Und jetzt? Also ihr könnt natürlich, das ist ja das Grundsätzliche bei diesen YouTube-Video-Demonstrationen, ihr könnt natürlich euch das angucken und zu völlig anderen Schlüssen kommen als ich und sagen, hey, das ist genau das, was ich immer wollte. Ich glaube, meins auf der Wange ist es nicht. Ich meine, kann sich ja noch ändern, vor allen Dingen, weil, also, jetzt habe ich ordentlich Rouge drauf, ne? Das Ding hat eine Farbe, also so ist es nicht. Ich zoome euch mal wieder raus, ich werde hier ganz nervös. So, jetzt habe ich auch wieder das Gefühl, ich kann mich ein bisschen mehr bewegen, ohne euch komplett abzuhauen. Also ich finde den Glanz jetzt nicht spektakulär und es sind definitiv sichtbare Stückchen. Also das schon. Wir sprühen da jetzt mal. Und das Lustige ist, also die Stückchen im Pinsel sind jetzt weg, ne? Das ist jetzt, also so sieht meine Wange im Endeffekt auch aus. Aber hier ist es weg. Also, ja, ne? Bisschen schießt hier noch was durch die Gegend. Oh, Pinselhaare. Die schießen durch die Gegend. Guck mal her.
Ich habe den nicht gewaschen. Ich habe gedacht, für das bisschen Highlighter. Huch. Verlieren wir Pinselhaare über Gebühr. Ah. Na, ein paar gehen am Anfang ja immer raus. Aber der fühlt sich gut an. Ja. Ich habe geföhnt irgendwas und ich weiß nicht was. Aber vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Ich muss ja nicht jeden Plan kennen, nicht wahr? Also, es ist nicht so, dass ich sage, ich gehe damit nicht raus. Ne? Ich habe ja mal eine Stick Foundation ausprobiert, mit der bin ich nicht mal in die Werkstatt gefahren, um an Alfred rumzuirren. Also das Level ist es nicht. Ich gehe damit auf jeden Fall raus. Aber ich finde ihn als Lidschatten 5 Millionen Mal besser als auf meiner Wange. Ich finde, auf meiner Wange hat diese Textur nichts zu suchen. Aber ich finde ihn gerade als Lidschatten so schön, dass ich überlege, mir noch die dunklere Farbe zu kaufen. Das ist wirklich hübsch. So. Wir machen uns jetzt noch Fixing Spray drauf. Vielleicht verschmilzt es dann auch noch ein bisschen, wobei ich da so meine Zweifel habe. Standard, ne? Wir uns sicher sein können. Okay, also den ersten. Ist das ein Glitzerpartikel gewesen? Nee, okay, das war Fixing Spray Tropfen. Ich tue ihm Unrecht. So, und jetzt gucke ich noch mal da. Ja, nee, also meine Highlighter-Textur sind diese Flöckchen jetzt nicht. Also ihr werdet das auch merken, sobald ihr den anfasst, was ich mit Flöckchen meine. Das aber auf dem Lid mega hübsch. Mega, mega hübsch. Hoffentlich bleibt das so. Das finde ich nämlich echt gut. Guti, dann mache ich mich mal fertig und dann, also anziehtechnisch, ich sitze hier natürlich wieder in Jogginghose, erfolgreich. Oh, ich habe meine Jogginghose angeschmort. Mehrfach sogar. Das ist ja toll. Ja, gut gemacht. Naja. So, auf zu Alfred. Bis bald.